Der Apostel Paulus ist ohne Zweifel eine der wichtigsten Figuren des frühen Christentums gewesen, und seine Auswirkungen sind auch noch bis heute zu spüren. Wer Paulus war, das erfährst du kurz und knapp in diesem Video. Hallo, Paulus, der eigentlich Saulus hieß, wurde wahrscheinlich kurz nach Jesus in der kleinasiatischen, das heißt in der heutigen Türkei gelegenen Hafenstadt Tarsos geboren. Tarsos war durchaus eine Stadt von Welt innerhalb des Römischen Reiches. Paulus erhielt dort eine streng jüdische Ausbildung, hatte aber auch das römische Bürgerrecht und erhielt wohl auch einige Grundkenntnisse der griechischen Philosophie seiner Zeit. Anfang der 30er Jahre nach dem Tode Jesu, den Paulus übrigens nie persönlich kennengelernt hat, breitete sich das junge Christentum mehr und mehr aus, allerdings nach wie vor hauptsächlich unter Juden. Jesus selbst war Jude gewesen und auch seine ersten Anhänger waren allesamt Juden, und viele davon gingen davon aus, dass man, um errettet zu werden, zwar Jesus als Heiland anerkennen müsste, aber dennoch sich auch an das jüdische Gesetz halten müsste. Paulus, ein besonders strenger und eifriger Jude, sah aber auch darin eine Gefahr. Er wollte mit dieser ganzen Jesusbewegung Schluss machen, bekämpfte sie, bis er eines Tages bekehrt wurde. Man spricht da auch vom Saulus zum Paulus werden. Wie genau diese Bekehrung abgelaufen ist, das ist bis heute umstritten zwischen Theologen, Historikern, Psychologen. Klar ist, dass Paulus im Laufe seines Lebens wohl mehrere, man könnte sagen, Visionen hatte, wo er irgendwelche Ereignisse sah, die andere vielleicht nicht sehen konnten. Und wie heute, wenn einer von einer Vision berichtet, es umstritten ist, was eigentlich da genau passiert, so ist, gilt das natürlich auch für die Interpretation des Paulus. Eins dieser Ereignisse, die Paulus wohl sehr unmittelbar erfahren haben muss, muss ihn so bewegt haben, dass er seinen Lebensstil komplett änderte, eben vom Saulus zum Paulus wurde. So eifrig, wie er vorher die Christen verfolgt hatte, wurde er nun selbst in der Ausbreitung dieses neuen Glaubens. Und hier liegt auch die zweifache Bedeutung des paulinischen Werks. Zunächst theologisch. Ich hatte ja gerade gesagt, dass sich das Christentum zu Beginn vor allem an die Juden richtete. Paulus allerdings sa sagte nun radikal, nein, die christliche Botschaft gilt für alle Menschen, also auch für die sogenannten Heiden. Und es war maßgeblich auf Paulus zurückzuführen, dass er das Verhältnis von Israel, von dem alten erwählten Volk Israel und den Heiden, die aber durch Christus auch gerettet werden sollten, völlig neu bestimmte, dabei den Heiden auch zusprach, gerettet werden zu können, ohne dass sie das jüdische Gesetz halten müssen. Unmittelbar mit dieser theologischen Einsicht hing dann auch das äußere Wirken des Paulus zusammen. Er hat in großen Missionsreisen, die den ganzen östlichen Mittelmeerraum abdeckten, wie er eigentlich hier auf der Karte hinter mir zu sehen ist, in allen großen Städten des Reiches erste christliche Gemeinden gegründet, hatte durch Briefe immer Kontakt mit ihnen gepflegt, hatte auch die Kontakte der Gemeinden untereinander ausgebaut und die Gemeinden dadurch miteinander vernetzt. Und man kann sagen, er hat damit wirklich die Grundlage gelegt für die weltweite Verbreitung des Christentums. Ein wichtiges Medium dabei waren, wie gesagt, seine Briefe. Von denen sind auch viele noch im Original erhalten, im Neuen Testament. Und ganz interessant ist auch, dass diese Briefe des Paulus die ältesten Schriften innerhalb des Neuen Testamentes sind. Paulus hat auch einen Brief an die offenbar schon existente Gemeinde in Rom geschrieben, der Hauptstadt des Reiches, um seinen ersten Besuch dort anzukündigen. Und es lag wohl durchaus auch in seinen Plänen, sein Missionswerk bis nach Spanien, das ja auf der anderen Seite auch noch zum Römischen Reich gehörte, natürlich vorzutragen. Allerdings, irgendwann verliert sich die Spur des Paulus. Viele gehen davon aus, dass er in den 60er Jahren in Rom, nachdem er verhaftet worden war, das Martyrium erlitt, möglicherweise unter Kaiser Nero. Die Theologie des Paulus hatte die ganze Kirchengeschichte hindurch immense Bedeutung und insbesondere 1500 Jahre nach seinem eigenen Wirken in der Theologie des jungen Reformators Martin Luther. Ja, das war's. Ich hoffe, du hast einiges über Paulus lernen können. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere doch meinen Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.